Maps bauen soll und dann würde ein Block 1 Cent kosten, den er für die Map gebaut hat. Alter! Ne. Und ich lese gerade sein. René Gaming schreibt, what? Seht ihr, ich bin gar nicht gut. Meine schlechteste Note ist 2 plus. Ja. Würde ich jetzt auch erzählen. Ich habe heute Mathe zurückbekommen, hatte eine 3. Und dann hat er einfach meine Lehrerin vergessen, mir für eine richtige Aufgabe die Punkte dahin zu schreiben. Ja. Jetzt habe ich eine 2. Na gut. Ja gut, da musst du natürlich auch nachkontrollieren. Ich meine, Lehrer sind ja auch nur Menschen, ne, von da aus. Ja. Aber vor allem, die meinte dann noch zu mir, ja, also, ich mache schon oft dumme Fehler. Aber wenn ich so einen dummen Fehler gemacht habe, dann bin ich von mir selbst enttäuscht. Hat die das noch 10-mal durchgeguckt, ob das wirklich so stimmt und hat nochmal nachgerechnet mit Taschenrechner und so. Und ist dann halt dazu gekommen, dass es wirklich gestimmt hat und sie mir vergessen hat, die Punkte hinzuschreiben. Ja, gut, wie gesagt, ist ja auch nur menschlich, ne? Und ja. Bei unserer Sozi. GameStrucker schreibt, er hat eine 5 im Bio bekommen. Was? Ja, Bio ist auch nicht so einfach. Und René, ja klar, ich nenne dich René, klar. Das ist real, schreibt er, aha. Bei unserer Sozi-Klausur hat heute einem eine schlechtere Note gegeben, als er. Also er hatte eine 4, glaube ich, und dann hat er trotzdem noch eine 5 haben, weil irgendwie irgendwas, was er hingeschrieben hat, nicht gepasst hat und was weiß ich. Also die wurde dann nochmal zu einer Nachkorrektur bei einem anderen Lehrer hingegeben. Richtig lustig. Oh, du hast nicht. Lustig, aber du hast nicht gelernt und wusstest nichts von der Arbeit, Games, okay, ja. Aber trotzdem, das Geilste finde ich immer noch, wenn die Lehrer dann, bevor sie die Arbeit austeilen, das machen bei mir an der Schule mehrere, sagen sie dann so, ihr wisst ja, wie das abläuft. Wenn ich euch Punkte zu viel gegeben habe, dann seid ihr leise und sagt einfach nichts. Und wenn ich euch Punkte zu wenig gegeben habe, dann schreit ihr. Ja gut, ist ja klar, ne? Jeder will natürlich seinen Vorteil haben. Ja, aber das wissen die doch auch, die Lehrer. Ja, aber ich denke mal, wir wechseln mal das Thema, weil ich glaube, Schule ist hier, glaube ich, nicht so angesagt. Ein Tipp von euch, soll ich mir ein paar Leute, die gerade in deinem Stream sind, bekommen, machen, kommen wahrscheinlich gerade aus der Schule. Deswegen sage ich erst, das ist kein gutes Thema. Was? FI10, ja. Ich habe mich ja immer hochgelevelt. Ich habe mir meine Pickaxe gekauft. Kannst du ja auch machen. Hast du schon eine Milliarde voll, oder was? Ne, ich meine, der Fisten jetzt hat er schon eine Milliarde voll wieder, was? Ich hab 1,3 Milliarden. Okay. Eine Kiste ohne Inhalt. Ja, hatte ich auch gerade einmal. Ne. Ach, noch eine Kiste. Mit Inhalt. Ja, manchmal sind auch leere Kisten. Huch. Oh Gott, jetzt habe ich nur noch 2,2 Millionen. Oh, ich weine. Und 1,3 Milliarden. Ne. Ja, geht nur. Nö. Ich hab nur 265 Millionen und ich muss hier auch erstmal sammeln. Sammel jetzt auf 2 Milliarden. Und dann warte ich, bis Leo das mit den eigenen Zellen und so da fertig programmiert hat, was er machen wollte. Eigene Zellen? Ja, ne. Ja, dann kann man sich so Zellen mieten. Stimmt, das habe ich im Forum gelesen, das hatte jemand vorgeschlagen. Ja. Das hab ich auch gelesen. Ne? Finde ich sehr cool, so dass man sich selber einrichten kann und sowas halt. Und dann lagere ich da Zeug ein und gehe auf Prestige. Hm. Das ist tatsächlich auch sinnvoll. Ne? So. Inventar ist wieder voll. Dann packe ich da meine Rüstung und meinen Bogen und so hin, weil das sind echt gute Sachen. Ja, aber meine Rüstung ist nämlich Full Schutz 4, Haltbarkeit 3. Und mein Schwert hat Unbreaking 3, Sharpness 5, Knockback 2, Fire Aspect 1. Der Bogen Power 5, Punch 2. René, Ausrufezeichen TS geht nicht. Dass du dadurch deine Sachen mitnehmen kannst, weil wir hatten ganz am Anfang, wo Prestige noch in den Windeln steckte, wenn ich es so sagen soll, hatten wir schon die Überlegung, sowas zu machen. Und da haben wir aber das dann erstmal gelassen, weil Leo nicht wusste, wie er das umsetzen soll, dass dann die Leute nicht hingehen, alle ihre Sachen in irgendeine Kiste reinlegen und dann einfach weiter in die Prestige hochgehen und ihre Sachen dann mit hochnehmen können, weil das ist ja im Moment der Vorteil dadurch, dass man sich einen Rang gekauft hat. Dann kann man mehr Sachen mitnehmen. Ja, genau. Und danke, GameStrucker, übrigens. Ich weiß gar nicht, warum wir den Command noch nicht eingefügt haben, oder vielleicht habe ich ihn auch schon wieder vergessen, weil letztes Mal habt ihr da so viel dazugefügt. Damit Ausrufezeichen Minecraft zum Beispiel und weiß ich, was ihr da noch alles gemacht habt, aber das wirst du ja noch wissen. Ne? Und. Ach, Kiste. Ansonsten ist die TeamSpeak-IP genauso wie der Server und. fmc.de. Seht das, ist dein Server? Ja, das ist mein Server. Ne?
Das ist Unicorn Server. Nee, das ist eigentlich mein Server. Ich hab nur Seta Owner gegeben, weil ich wollte halt selbst so von Supporter aufsteigen, weil ich wollte das Feeling haben. Was? Und eigentlich ist es halt mein Server. Nein, also... Ich war eigentlich nur YouTuber. Dann habe ich mich halt mit ihm zusammengesetzt. Ne, und der hört nicht darauf, was er erzählt, der quatscht nur Mist. Also, nur, es ist... Ich bin eine sehr kompetente Arbeitskraft. Was sag ich da? Ne, und es ist halt so, es ist halt so, dass ich den Server schon seit 4 Jahren, also vor 4 Jahren gegründet habe. Ne, und genau, danke, lieber Gamestracker, dass du hinzugefügt hast. Unsere Teamspeak-IP ist genauso wie der Minecraft-Server-IP, tfmc.de, genau. Und ja, genau, das ist halt unser, also ne, das ist jetzt nicht nur mein Server, ich bin jetzt nicht irgendwie der Gott oder sowas, sondern ich habe ihn gegründet halt damals, habe aber noch ein paar tolle Teammitglieder, die mich auch immer unterstützen oder sowas halt. Na, dazu gehören unsere netten Moderatoren oder Bilder, die jetzt hier auch gerade mit Bild rumquatschen. Ne? Das ist jetzt aber süß gesagt. Ist auch das Einzige, was ich kann. Was, bauen oder Bild quatschen? Blöd quatschen. Also bauen kannst du nicht, also bist du bei uns falsch, oder wie? Ja, also... Oh, was? Ihr könnt euch ja mal das Prison anschauen. Das ist ziemlich scheiße gebaut von mir, muss ich schon sagen. Ja, von wegen. Ich auch. Mach mal besser. Ob noch Moderatoren gesucht werden? Wir haben Bewerbungsphasen bei uns. Und dann werden auch nur Supporter gesucht. Und genau, wollte ich gerade... Ja, dann lass mich doch mal erklären. Wir haben halt Bewerbungsphasen bei uns und wir suchen dann halt immer Supporter. Das ist meistens so... Ich denke mal so fast einmal im Monat ist das schon so, bis wir mittlerweile halt Supporter suchen. Oder halt alle 2 Monate, dann sag ich mal so. Ja, alle, ich schätze mal, in nächster Zeit wird wieder was kommen, weil wir haben genau, im Moment keine Supporter. Genau, Anfang Dezember bis Mitte Dezember wird da auf jeden Fall was kommen. Ne? Wir werden es aber eine Woche vorher auf unserem Forum halt ankündigen. Also tfmc.de ist dort auch die Forumsadresse. Ne? Einfach in euren Browser halt eingeben. Ne? Oder youngfamily.de oder halt, was ihr halt möchtest. Und der liebe Maker ist da. Ups, schreibt er? Was? Und wenn jemand von euch gut bauen kann, dann könnt ihr euch auch als Bilder auf diesem Server bewerben. Ja, aber genau. Das dauert aber also noch ein bisschen, ist es so, ihr bewerbt euch als Bilder, dann werdet ihr von Fisten gequält und ihr bewerbt euch als Subs, dann... Hi. Nein, natürlich nicht. Wir sind ja immer ganz, ganz lieb zu den Neuen. Ja, nein, wir sind natürlich... Wir heißen ja auch The Young Family. Weil wir sind wie eine Familie im Team. Und zwar eine junge Familie, außer Seta, der ist ganz schön alt. Was? Ich glaube, ich muss euch gleich mal die Talkpower wegnehmen hier. Alter. Nein, ich bin ja tatsächlich schon ein etwas älteres Kaliber, ne, für die Leute, die es nicht wissen. Ne, und die meisten wissen es ja eigentlich, die immer bei YouTube zuschauen oder jetzt auch im Teamspeak sind oder bei uns auf dem Server zocken, die wissen das ja, aber Naja, älter ist jetzt nicht, ich halt meine, erfahren. Du wirst ja öfters mal während des Events gefragt, wie alt du bist und dann antwortest du. Ja, naja, klar, warum soll ich auch ein Geheimnis drum machen? Genau, 30 ja. Plus. Du bist ja keine Frau. Was? Du bist ja keine Frau, die alles verschweigt. Ich hab grad verstanden, ich hab keine Frau. Achso. Nee, doch, tatsächlich bin ich halt vergeben, schon seit über 7 Jahren. Boah, ich wollte gerade sagen, das weiß ich aber anders. Ja. Ich sag nur Australien. Und die ist ja zum Glück wieder da. Ne? Die war ja 1,5 Jahre jetzt in Australien. Ach so. Das heißt, du wirst jetzt erstmal nicht mehr weg sein, weil du nach Australien fliegst. Nö. Ich werde aber mit ihr auf jeden Fall irgendwo hinfliegen, das ist ja klar. Ne? Also, wenn wir Urlaub haben oder sowas halt. Und, nee. Wenn sich das da jetzt momentan eher nein. Ne? Das ja heute, morgen glaube ich, ein Scorpion-Konzert in Paris. Ja gut, ich meine, ne, also ich glaube, das Thema brauchen wir jetzt auch nicht wieder anfangen, aber ist halt so, ne, man kann halt gegen nichts gegen machen und ja, ist traurig genug. Das haben wir schon ziemlich lange als durchgekaut, ja. Vorletzte Woche oder letzte Woche? Irgendwann beim Event jedenfalls. Ja. Haben wir das einmal richtig lange drüber geredet. Genau, beim Event, ja. Herr Seta, wo bist du? Du bist in Y. Seit wann gibt's denn Y Gold? Nein. Gibt's hier. Hä? Ja. Ah, schon. Also ich bin X. Ach, du bist X? Ja. Aber bei dir steht Block Y. Achso, du bist oben nochmal gegangen. Ja. Weil er ja Geld geschenkt bekommen hat. Hab schon gedacht, hey, warum ist da auf einmal Gold? The fuck? Nee, ich geh jetzt vor Y. So. Ich
Ja, ich kann gleich im frei neu. Da farmt er gleich wieder die Sachen weg. Soll ich so gemein? Nein, ich bin ja nicht so gemein. Ich hab hier noch ein paar. Jetzt hab ich aus Versehen Booster genommen. Jetzt muss ich kurz. Ja, wenn ich Booster natürlich nehme, muss ich natürlich ein bisschen farmen hier, liebe Leute. Ne? Ich krieg durch die Kisten relativ schnell mein Inventar voll. Völlig angenehm. Derive TV, was? Du bist gekommen, um meinen Stream zu zerstören? Was? So. Du weißt ja, dann muss ich dich leider vom Server bannen. Nein, Quatsch. Warte, ich kann ihn ja mal spielen, so wie ging das noch? Nein, ist alles gut. Brauchst du nicht. Also ich kann ihn bannen, ich kann ihn timeouten, ja, ich kann ihn timeouten und ich kann ihn ignorieren. Und anwispern. Also OP'en solltest du ihn eigentlich nicht können, weil du eine Mod bist bei uns. Ja, ich weiß, aber das steht da halt. Das steht da, ja, genau. Ja. Oh, ich kann nichts. Ja. Ja, wie gesagt, ne, irgendwann, wenn mal wirklich der, ne, viele. Ich weiß doch nicht, was ich kann und was ich nicht kann. Wenn zu viele Zuschauer nachher irgendwann mal am Start sind oder so, dann kann man natürlich irgendwann mal ein paar mehr Moderatoren einstellen, aber Jetzt kommen da schon wieder die nächsten. Das trägt mich ja immer meistens auf, wenn so viele Leute da sein. Und dann hier. Ja, und wie gesagt, wegen Torpower gucken wir nachher mal, wie viele Leute am Start sind. Dann können wir nachher ein paar einzelne lösen, auf jeden Fall. Vexi schreibt, hallo Vexi übrigens. Ich hab noch Booster genug. Ich hab allein 18 doppelte, 11 fünffache und 22 dreifache, also das, damit komme ich schon gut klar. Könnt mal bitte eben ein paar Leute von den Teammitgliedern in die PvP-Zone in XPP laufen? Okay. EXP, PvP. Hat der liebe Mecker gerade geschrieben. Da werden wir natürlich kurz mal nachkommen, ne? Und, Moment, XP, PvP. Immer schön machen, was die Admins sagen. Sagt, wenn ihr Eier findet. Okay. Eier. So, GMS, dann werden wir natürlich mal kurz nachgucken. Ja, XP, PvP ist auch ein selbstprogrammierter Spielmodus von uns. Nicht wundern. Und ich schau mal, ob ich hier rauslöffe. Wahrscheinlich haben wir jetzt alle direkt gekillt. So, ich guck mal, ob hier irgendwelche Eier spawnen. Hey, Unicorn, ich bin hinter dir. Soll ich dich mal kaputt machen? Hör auf! Au! Au! X-Lacke, haut mich schon wieder. Au! Maker, hier ist ein Ei, bei mir, aber es ist ein Griefing-Ei. Maker kann das. Er kann es nicht hören. Ja, ich weiß, hier war ein. Klick hier mal rum und such. Griefing-Ei. Ja, ja, wieder die rechte aus dem hier was. Nee, ich suche ja für. Ah! Oh, ja, genau! Matzi. Halt! Das ist unfair! Das ist Jonas, der darf das nicht. Der greift mich an. Oh, der will das nicht. Nee, ja, will ich. Na, ich dachte, er fragt deswegen, ob das jetzt. Aber Spawn. Du brauchst normale? Hä? Mal oben drauf spawnen. Glaubt er das so eingestellt? Also, der wollte halt den Bug fixen, dass die in der Erde spawnen. Na, ja, wir gucken mal, ob wir irgendwo eins oben drauf normal finden. Okay, helf mir. Nein! Au. Oh mein Gott. Wer ist denn das da oben? Hey, Alarmstufe rot, seit wann greifen wir uns an? Der will es mal. So, haben wir hier normale Eier? Was ist denn hier? Ich werde schon wieder beschossen von irgendwas. Oh Gott. Ich kann nicht mehr rennen. Ich bin tot. Nein, Holt wollte dich gerade töten. Nein, du kriegst keine Torpower. Das ist sowieso nicht schlimm. Ne? Ja, wie gesagt, mit der Torpower gucken wir jetzt gleich mal. Ansonsten, es darf ja auch nicht zu viel werden. Ne? Ihr beide seid schon ziemlich viel, muss ich ehrlich sagen. Ja, naja, ist tatsächlich, ja, ist gar nicht böse gemeint, ne? Aber sonst kann ich mich auch gar nicht konzentrieren. Und Rifer, guck mal, genau, Streamchat mache ich. Könnte ich mitstreamen? Ja. Nur gerade jetzt nicht. Ne, heute habe ich mir schon ein bisschen halt, bin ja schon, aua. Au. Und, heute bin ich ja schon ein bisschen am Stream, ne, über eine Stunde jetzt halt schon. Und, wir können ja irgendwann mal einen Termin vielleicht ausmachen, bis man mal zusammen streamt oder so. Seht, ich bin on und kriege trotzdem keine Kisten, das glaube ich dir nicht. Na, also, bisher hat mir kein einziger erzählt, dass er halt keine Kisten bekommt, ne. Und wir gehen mal natürlich weiter in Prison halt, auf jeden Fall rein. Komm, Locke, wir können ihn schaffen. So, wo war ich denn? Warp Y. Warp Y. So, und ansonsten...